Moin doch, Digga, sag mal, kannst du mir mal dein Gliedermaßstab leihen? Also, das ist jetzt schon ein heikles Thema. Werkzeug und Frauen verleiht man nicht. Du, das weiß ich doch, Mensch. Ich hab einfach nur meinen Zollstock verloren. Aha, also du verschlammst dein Zeug lieber, anstatt damit zu arbeiten. Wenn du mit deinem Plören so umgehst, dann sehe ich meinen Zolli ja nie wieder. Immer, du Knauserich, du hast doch eh zwei. Nach dem Frühstück kriegst du wieder. Naja, du, das ist ja wohl selbstverständlich, oder nicht? Einen Moment mal, ich notiere mir das mal kurz. Danke, du, was ist denn das für ein Heckmeck-Aufwand? Wird ja nicht jünger, nachher vergesse ich das. Ja, alle klar, du, kann ich dann jetzt mal anfangen? Moment, Keule, ich krieg noch hier eine Unterschrift von dir. Also, ich bin ehrlich, dann habe ich mein Leben lang langweiligen Arbeitsleben noch nicht erlebt. Du. Tja, alles Erfahrungen, mein Freund. Also, wir sehen uns da am Frühstück wieder, nicht? Bier öffnet zum Ersten. Bier öffnet zum Zweiten. Hör mal, wir haben nach dem Frühstück. Bist du besoffen oder was? Naja, du, das liegt alles im Auge des Betrachters. Also, wie willst du denn in dem Zustand noch weiterarbeiten? Mach ich ja nicht. Mein Altmeister hat damals zu mir gesagt, was du bis zum Frühstück nicht schaffst, das schaffst du nimmer. Alle klar, ich sehe, der Zollstoff wird nicht mehr benötigt. Komm her. Eins sag ich dir, der alte Mann hatte recht gehabt. Hier. Kriege ich denn dann jetzt mein Bier auf? Du, das ist absolut nicht mein Bier. Du bist Handwerker. Fang an, kreativ zu denken. Und überaus ist das eine Frechheit, dass du mir den Zeugstock so wiedergibst. Das sieht aus wie ein Knaukochen von einem Hund oder so. Du kriegst nichts mehr von mir. Nie mehr leicht dir was. Ehrlich, ey, also.